Sir, ganz ruhig. Okay, okay. Komm, schieß, schieß. Oh, der macht gut Schaden, ey. So. Mal ein bisschen vorankommen. Haben die andere Waffe? Ist mir egal, die Waffe ist eigentlich ziemlich cool, die ich hab. Die macht mal wenigstens Schaden. Ich würde mal sagen, keep out. Alter. Wo versteckt der Banner außer sich? Ah, die Tür. Nels, nimm die Hände hoch. Oben lassen. Mendoza, stimmt's? Schnauze! Ich hab's dort als Deal. Du hast kaputte Freunde, Mendoza. Halt, welcher Deal? Ich bin unsichtbar. Scheiße! Warum sind die nicht einfach aufs Boot gesprungen? Der Kerl kommt nicht weit. Einfach hinterher jumpen. Es gibt nicht viele Fenster. Oh, wir kommen zur Hardline. Wir Rauch einsetzen. Ein Dreierteam geht rein. Ein Team bleibt hier draußen. Scharfschützen da und da. Oh, Stoddard hat hier wohl alles unter Kontrolle. Scheiß drauf. Wir waren zuerst da. Nick? Probier doch mal, ob abgeschlossen ist, Hitzkopf. Hm. War doch gar nicht so schlimm. Wir gehen rein. Was Scheiß macht ihr? Vielleicht können uns deine Leute helfen. Da ist er! Da ist er! Mit Granaten! Zurück. Nicht fair! Schon okay, Sergeant. Boah, es sind viele, wow. Es ist okay! Drauf, drauf, drauf! Das ist unser Fall, Stoddard. Weg da! Ich brauche keine Vorsicht, ich bin die Kampfmaschine. Okay, nicht wirklich. Auf weitere Anweisungen warten. Bitte sehr. Das macht die Leute. Boah, ich sollte die alle mal scannen, ey. Gibt nicht nur schön Erfahrungspunkte. Was geht denn? Ich weiß nicht, wo ich beschossen werde. Erstmal auffüllen, ne? Lächel, lächel, lächel. Irgendwann beschießt mich von hinten. Boah, die ist auch eine doofe Hilfe, ist die. Achtung! Werd hier verreckt. Das ist doof. Ich brauche eine automatische Waffe. Da eine Granate, dann werde ich beschossen, obwohl ich hinter Deckung stehe. Das geht doch nicht. Nichts halbautomatisches, was vollautomatisches. Da haben wir leider nur diesen Sturmgewehrteil. Dann nehmen wir mal einen Reflex diesmal. Schalldämpfer, wozu? Obwohl, Schalldämpfer ist cool. Nur nicht jetzt und nur nicht da. Hier drüben! Jetzt aber. Mendoza, zurück. Schon okay, Sergeant. Verdammt, das ist doch... Es ist okay! Kai, was zum Teufel soll das? Das ist unser Fall, Stoddard. Weg da! Genau, weg da! Da gehst du so schnell down. Da! Ram! Boah! Keine Munition mehr. Zeig dich! Komm raus! Ach komm schon! Zwing mich hier zum Vorrücken! Das ist sauber! Die Treppe hoch! Die Treppe hoch! Ich hoffe, du weißt, was du tust, Mendoza. Achtung, Verstärkung ist unterwegs! Hast du nicht mehr alle! Ich bin zu weit vorgerückt.
Au, 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 au. Ich brauche nicht wirklich ein Medikit. Man hat so schnell wieder volle Munition. Boah. Gott, jetzt erschießt noch meine Deckung. Sack. Schon. Ah, das liegt gar nicht mehr. Run and gun, run and gun. Hoch, runter, hoch, runter. Immer hoch. Voll ins Fressbrett. Oh, 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 der ganze Raum ist voll. Oh mein Gott. Ja, das kriege ich davor, dass ich vorstürme. Das habe ich davon. Klick, 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 klick. Oh, ab hier nochmal. Und die Waffe hat kein Durchsetzungsvermögen, oder? Die Gegner brauchen einfach 5 Millionen Schüsse. Oh, läuft aber gerade mit Headshots und so. Oh, mein Baby, das kriegt mich so auf, wenn ich sehe. Komm, heb auf, heb auf, heb auf. Telekamera. Der lebt immer noch. Da ist noch einer. Oder auch nicht. So, nochmal durchladen. Durch Wände können wir nicht so wirklich schauen, oder? Ah, ich wollte gerade sagen, leider daneben. Skype. Wir umstellen das Gebiet. Sind gleich bereit zum Zugriff. Geht mir schnell die Munition aus, ey. Da, da drüben. Alles bereit. Wir können anklopfen. Nett. Wir sind drin. Oh, die Shotgun sollten wir mal nehmen. Zugriff auf Verdächtige. Hier. Jetzt lassen wir sie wieder liegen. Hauptsache, wir haben die Waffe. Da, da drüben. Da, da drüben. Los. Oh mein Gott. Scheiße ist das doch. Wie schnell der schießt. Ich muss jetzt mal checken, von wo der kommt. Dann baller ich sogar. Naja, wenigstens sind wir hier. Wow. Wir umstellen das Gebiet. Wir sind gleich bereit zum Zugriff. So muss das gehen. Nidoc sprayed. An der Eingangstür in Position. Alles bereit. Wir können anklopfen. Dann hau rein. Die Alte, die macht gar nichts. Ohne Mist, ey. Hasse das, wenn die einfach nur so zu Zierde da stehen. Oh, du hast einen Partner. Der Partner macht aber nichts. Zugriff auf Verdächtige. Das ist so nervig. Richtig nervig. Ich dachte, der steht nur in der Dusche. Hier lang. Hey, hier eine Gasgranate. Die kleine Gasgranate. Gas kann ich geben, aber aber keine Form von Granate mit dem Gas. Fertz! Waffe runter! Wow, sofort! Wow, wow! Habt den Deal angenommen. Es gehört alles dir und Stoddard. Ich bin raus. Nimm das Ding runter. Dann reden wir über Stoddard, den Deal, was immer du willst. Verdammt, was sollte das, Stoddard? Habt ihr wohl das Leben gerettet, Mendoza? Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Für mich sah das gefährlich aus. Klar.
Gefährlich, weil er über deinen Deal reden wollte. Vergiss es nicht. Scheiß werde ich. Nein, ich bin neugierig. Hat Nels irgendwas Interessantes gesagt, Nick? Wir können gehen. Hör auf deine Partnerin. Ist ein schlaues Mädchen. Hier, bevor die Spurensicherung kommt. Ich glaub's nicht. Für dich, Nick. Hast einen echt guten Job gemacht. Schlaues Mädchen. Ich hab's verstanden. Das war Episode 3. Nicht schlecht, oder? Gehen wir direkt zu Episode 4. Der Typ hat mächtig Dreck am Stecken, aber es war irgendwie von Anfang an klar. Wirklich klar. Evans, Philip, Minna, Miller, Leonard, Diaz, Frankie, Gonzalez, Javier. Aber das ist... Ja, euer Ehren. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendelssohn. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Gut. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist, aber die Sache eilt. Geht klar. Scheiße! Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Winter von Krieg, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes, oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht das nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn drankriegen können. Gern. Hey, ich sehe mich draußen um. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Mach das. Du wirst sowieso nichts finden. Bleib in Kontakt. Ich geh mal hoch. Meinst du, Stoddard hat Freunde im Department? Vermutlich. Korrupte Cops halten zusammen. Ja, Nummer 1, Farbfässer. Keine Beweise vernichtet. Wir müssen zurück in das Büro. Stoddard ist ja kein Idiot. Eigentlich lagen hier viel mehr Leichen, da bin ich ziemlich sicher. Ich kann eigentlich die ganze Zeit so rumlaufen. Oh, der sagt mir sogar die Entfernung an, das ist cool. Ich denke mal hier so lang. Da. Was zum Teufel? Sprechende Tamu-Tamu-Plüschpuppe? Was? Warum? So, hier müssen wir doch noch fündig werden. Eine Visitenkarte. Aber das ist nicht das Hauptbeweismaterial, was ich eigentlich finden soll. Das Hauptbeweismaterial ist nämlich hier.